Ja, Mann, wir fangen jetzt an mit Cashplay Corona Time. Corona Time heißt der Track, produziert von Rock Bottom. Wir werden sehen. Ich bin nicht der größte Cashes-Fan, das wisst ihr, aber ich fühle ihn eher, als dass ich ihn nicht fühle. Zimmer sehr sympathisch, Dragon Ball, nie gesehen leider, aber Avengers, Poster sehr sympathisch. Hier hinten, Memories kann ich nicht desinfizieren, wollte ich sagen. Nicht identifizieren, Pulp Fiction, aber auch sehr nice. Sehr sympathisch. Auf jeden Fall hardcore besäufnis in diesem Video. Tim, findest du diese Schildkröte hübscher als dich? Bro, dieser verfickte Song passt überhaupt nicht zu dem, was wir jetzt filmen werden. Deshalb ist scheißegal, wie wir reinschleißen. Komm, film! Ja. Oh! Stand da gerade Hashtag kein Platz vor Opfer und dann wurde Dings gezeigt. Wie heißt denn der nochmal? Ich habe seinen Namen vergessen, aber da gab es eine Story vor kurzem. Wie heißt denn der Typ nochmal? Ja. Ich komme seit Wochen nicht raus, hab einige ganz neue Songs in der Cloud, weil das lenkt mich ab. Schreib 16, ne, über 16, ne, übertreffe grad mit jedem neuen meine. Warum ist er nicht drin, Jungs? Was ist schiefgelaufen hier? Was ist schiefgelaufen? Ich weiß, Cassius und Julian sind nicht die besten Freunde. Früher am Sandkasten hat der eine die Burg vom anderen kaputt gemacht. Aber ich hatte. Och, Cassius, Mann. Cassius. Ganz neue Songs in der Cloud, weil das lenkt mich ab. Schreib 16, ne, über 16, ne, übertreffe grad mit jedem neuen meinen letzten Part. Muss mein Album verschieben, es lässt mir keine Ruhe. Jeden Tag 8 Stunden schlafen, danach dann 16 Stunden Ruf. Was hat das mit Battle-Rap zu tun? Ich habe zum Wissen lang keinen Grund gesehen, aber guck, wie unentwegt unsere Szene vor die Hunde geht. Cassius ist auch ein Flow-Monster. Cassius ist ein Flow-Monster. Ein kleines Monster, ich hab Angst nachts vor ihm. Was für Corona-Zeit, war Julian, ich bitte dich. Erst 2 Jahre lang kippen, holen deinen Comeback aus Hitmode, bitte nicht. Wen willst du verarschen? Sagst, ich gewinn, aber warte. Dann drehst du die Situation, weil ein paar jetzt mehr Songs von der Bitch runterladen. Ist keine Besserung in sich. Doch ich mach dein Tänzchen nochmal mit und du zeig doch deinen Fans mal, wer du bist. Aber wer weiß, ey, vielleicht steigen die Chancen. Boah, wie er float. Ich will gar nicht pausieren eigentlich. Aber es kann natürlich sein, dass er deswegen nicht reingekommen ist, weil er Julian jetzt hier wieder ein bisschen kritisiert und Julian mit Kritik nicht so unglaublich gut umgehen kann, glaube ich. Dein Tänzchen nochmal mit und du. Zeig doch deinen Fans mal, wer du bist. Aber wer weiß, ey, vielleicht steigen die Chancen für mich ohne Abzug für ein Handyvideo. Und wenn nicht, bin ich immer noch Cash, dass er spätestens weg in Runde 2 kommt. Digga, wir senken das Niveau, hör zu, wie ansteckend das ist. Damit dieser Part dich catcht, hilft dir auch keine Maske vorm Gesicht. Ich lauf mit meiner Birne zu Brahe, mach ab der dritten Runde Schrott und dann verschwindet mein Hype. Mach Trap Tutorial, ich geb meine Doppelgänger an Unterricht. Ich höre, du bist nur so lange, bis mein Album kommt und deine Mutter fickt. Der erste Liter fällt mir immer noch. Och, Leute, warum ist Cash nicht drin? Das ist so strong. Die Hook ist okay, nicht die beste von ihm, aber flowtechnisch davor alles auseinandergenommen. Alles auseinandergenommen einfach. Alles auseinandergenommen. Ich höre, du bist noch so lange, bis mein Album kommt und deine Mutter fickt. Der erste Liter fällt mir immer noch leicht. Doch es zieht sich in die Länge wie die Titten von Sly. Sly? Okay. Ja, ist immer noch ein bisschen, sauer, kann man noch ein bisschen spüren, der ist noch ein bisschen Salz in die Wunde gerade gestreut worden. Provokation, kein Hit, kein Diss, aber was das war, weißt du selber, bitch, ich spiel euer scheiß Game nicht mit, soll nur keiner vergessen, wer Cassius ist. Ich bin wieder dabei und alle Newcomer können kotzen gehen, statt das hier als Werbung für Songs zu nehmen, mach ich dieses einfach zum JBB und weil Julian... Oh, es wäre so schön gewesen, es wäre doch so schön gewesen, wie Cassius alle auseinander gepflückt hätte. Er hätte alle auseinander gepflückt. Wieder Kohle durch paar Videos braucht, sag ich. Potze, Hure, Nutte, Monetarisierung. Ciao. Ich habe noch nie auf Musik gespuckt für meinen Hype. Und trotzdem habe ich ein Idol. Heute auf kurz, weil Taste 2 meinen Ruf noch nie durch Promo zerstört. Aber ich meine es ernst, unter allen, die mir jetzt auf Instagram folgen, verlos ich ein Shirt. Denn ich wollte meine Mucke wieder. Smart. Erinnern um der breiten Masse zugefallen, aber habe langsam gecheckt. Keiner deiner Freunde kann verstehen, ich bin nicht hier, um einfach richtig zugefallen, nur mit Double Time Rap. Hör mir jede Demo an, noch aber mittlerweile begriffen, ich bin der King und alle anderen sind wack. Wer deine Jungs, wer das Ficken, Mann, ihr habt auf einem Part auf meiner Gottverdammten Platte kein Recht. Ich möchte eine offene Beziehung sein mit Cassius Clay. Bruder, ist das möglich? Komm zu mir her. Ich möchte mehrere Sachen mit dir anstellen. Ich bin einen Weg gegangen, jeder von euch abgebrochen hätte nach der Hälfte. Aus Fans wurden Hater und aus Hatern wurden Fans, doch ich bin immer noch derselbe. Ich sauf mir meine Birne zu Brei, mach Hook fühlt dich nicht 100%, muss ich sagen. Hook ist okay. Ich geb meine Doppelgänger an Unterricht. Ich höre, du bist nur so lange, bis mein Album kommt und deine Mutter fickt. Der erste Liter fällt mir immer noch leicht. Doch es zieht sich in die Länge wie die Titten von Sly. Keine Provokation, kein Hit, kein Diss, aber was das war, weißt du selber, bitch. Ich spiel euer Scheiß Game nicht mit, soll nur keiner vergessen, wer Cassius ist. Oh. Oh. Wie wurde diese Qualifikation abgelehnt? Da ist irgendwas nicht mit rechten Dingen zugelaufen. Wie? Wie? Wie wurde er nicht angenommen?
Holy fuck, die Qualifikation war ja so gut. Das ist safe eine von allen JBB-Qualis, die wir uns gegeben haben, in den Top 5 dabei für mich. Das ist eine der Top 5 JBB-Qualifikationen. Und die ist abgelehnt. Die ist nicht im Turnier. Die ist nicht im Turnier. Wir haben uns, keine Ahnung, 35 Qualis angesehen und das ist für mich eine der Top 5 und die ist nicht im Turnier. Ah, sehr, sehr schade, Mann. Sehr, sehr schade. Ich würde eine 9 bis 10 geben. Irgendwie zwischen 9 und 10 irgendwie. Weil die Hook nicht so nice war, aber flowtechnisch hat er so krass wieder zugeschlagen gerade. So krass flowtechnisch einfach abgerissen. Und auch so dazwischen einfach dieser Wortwitz, dieser Cash-Slay-Humor, der dunkle Cash-Slay-Humor, die Seitenhiebe an Sly, an den einen Attitude-Typen, der nicht mal bei Attitude ist, irgendwie, der nie wirklich drin war. Pre-Killer, der eigentlich ein korrekter Dude ist. Ich habe mit ihm ab und zu geschrieben, ein korrekter Dude eigentlich, aber da waren irgendwelche komischen Sachen im Raum. Ist ja auch völlig Wayne Train. Aber diese kleinen Seitenhiebe da noch mit rein, sodass er gesagt hat, er macht die Cypher zum JBB. Ach, es wäre so schön gewesen mit Cashes, Mann. Es wäre sehr schön gewesen. Ja, wie gesagt, nice Qualifikation. Die Leute schreiben auch 10 von 10, 9 von 10, 9,5 von 10. Fand, es ist... Apfelsinkraft 12 schreibt, es ist eine 8 von 3. So kann man es auch zusammenfassen, Freunde. Falls es euch auch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben. Da checkt den Flutterflow-Live-Kanal aus, um keine Reaction mehr zu verpassen und kein Real Talk, whatever. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim weiteren Video. Bleibt fresh, so wie immer. Und ciao.